Alles Außerirdische ist eine Science-Fiction-Geschichte. Sie spielt in der näheren, aber unbestimmten Zukunft, denn die allererste Szene spielt tatsächlich am Tag der Öffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg. Das heißt, man kann nicht ganz genau sagen, wann es spielt, aber hoffentlich nicht so weit in der Zukunft. Es geht wie in praktisch allen Science-Fiction-Geschichten mehr oder weniger um große und ewige Fragen, philosophische Fragen der Menschheitsgeschichte. Das aber in einer, wie ich glaube, sehr witzigen und rasanten Art und Weise erzählt. Und letzten Endes in der Geschichte um nicht weniger als die Frage, ob es noch Hoffnung gibt, dass die Menschheit sich vor sich selbst retten kann. Es gibt eine außerirdische Spezies in diesem Buch, das sind die Cyan. Das ist eine sehr alte und hochentwickelte Spezies, denen Weltraumreisen längst viel zu mühsam geworden sind und die deshalb andere Welten online erobern. Das machen sie, indem sie einfach den virtuellen Raum dieser Welt erobern. Im Falle der Erde war das der Kapitalmarkt als virtueller Raum, den sie kontrollieren, und deshalb gehört ihnen schon seit längerer Zeit auch die Erde. Das Geschick ist aber, dass sie das Verwalten ihrer Planeten, die sie haben, den Planeten dann selbst überlassen, also auch den Menschen. Die Art und Weise, wie die Menschen sich aber selbst verwalten, das widert die Cyan mittlerweile einfach an, weil es ihnen viel zu grausam, viel zu gemein sich selbst gegenüber ist, wie die Menschen das machen. Und deshalb wollen sie die Erde gerne loswerden, sie wollen sie verkaufen. Und der erste Interessent ist eine außerirdische Kriegerrasse, die Schorfen, eine amöbenförmige Rasse, die aus der Welt einen Truppenübungsplatz machen möchte. Und praktisch in dem Moment setzt der Roman ein, deshalb fällt dieses Raumschiff auf die Erde. Volker Schulz ist ein junger Mann von Mitte 30 und eigentlich nur für seine Mutter etwas Besonderes. Er hat aber in der Tat eine Fähigkeit, die ihn auf einmal von allen anderen Bewohnern der Erde abhebt. Die Cyan, als sie die Erde erobert haben, mussten ja irgendwie das Grundkapital für die virtuelle Eroberung des Kapitalmarktes erringen. Und das haben sie gemacht mit ganz furchtbaren Computerhilfeverträgen, sinnlosen Hotlines und allem Möglichen, was man im Internet Klingeltönverträge so im Abo abschließen kann, die sie dann irgendwann auch haben auslaufen lassen alle. Aber diese Verträge gelten im gesamten Universum als sittenwidrig. Man kann gegen sie klagen, braucht dafür aber einen noch gültigen Vertrag. Und Goiko Schulz ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der seit fast 20 Jahren immer wieder zu schluffig war, diesen Vertrag zu kündigen. Der Wunsch oder die Idee, eine Science-Fiction-Geschichte zu schreiben, das habe ich schon sehr, sehr lange. Also praktisch seit meiner Kindheit, seit ich die erste Raumschiff Enterprise-Folge gesehen habe, dann später auch Douglas Adams gelesen habe. Da wollte ich immer auch irgendwas in dieser Art mal machen, mal schreiben können. Und das hat natürlich jetzt eine sehr lange Zeit gedauert. Dieser Space Invaders Automat, der stand auch bei uns in meiner kleinen Stadt im Bahnhof, wo wir dann in Trauben standen und ist immer natürlich da begeistert das Spiel gespielt haben. Aber es ging immer darum, Weltall, Zukunft, andere Zivilisationen. Sauge seitdem alles auf, was es gibt, baue es zusammen und wollte irgendwann aber auch mein eigenes Universum entwickeln. Es besteht immer Hoffnung für die Menschheit, eindeutig. Wenn die Frage aber darauf abzielt, ob es am Ende des Romans gut ausgeht oder nicht gut, dann muss ich natürlich sagen, ich werde garantiert nicht meinen eigenen Roman spoilern. Das kann ich jetzt leider nicht verraten.